Was man hinter mir sehen kann, ist die Spotify-Aktie und die ist in den letzten Tagen von 150 Dollar auf knapp 180 Dollar geklettert. Und wenn man den jetzigen Aktienwert mit der Anzahl der Aktien multipliziert, heißt das, dass Spotify 5 Milliarden US-Dollar an Wert dazu gewonnen hat. Das heißt also, die Firma ist jetzt deutlich mehr wert. Warum? Wie konnte das Ganze passieren? Joe Rogan wechselt bis zum Ende des Jahres für 100 Millionen Dollar zu Spotify. Ähnlich zum Beispiel wie beim Fußball. Cristiano Ronaldo oder irgendwelche Spieler wechseln zu einem anderen Team. Und warum mache ich darüber jetzt ein Video? Aus folgendem Grund. Social Media Marketing wird die nächsten Jahre brutal wichtig. Nicht irgendwelches Influencer Marketing, wo man auf Instagram eine Million Follower hat. Das nicht. Sondern wirkliches Social Media Marketing mit einer persönlichen oder mit einer Firmenmarke, mit einer Brand, einer Reichweite, aber auch einer Message und Bindung zum Zuschauer. Was macht Joe Rogan? Der macht zweistündige Podcasts. Der macht lange Videos, hat eine super Zielgruppe und baut sich eine richtige Verbindung zu den Zuschauern auf. Und weil Social Media Marketing so brutal wichtig ist, werde ich in der ersten Juniwoche einen kompletten dreiteiligen Workshop genau dazu machen, wie man sich für seine Firma oder für eine andere Firma oder für seine eigene persönliche Marke eine Brand, eine Reichweite und auch eine Connection mit den Zuschauern für ein Thema auf Social Media aufbaut. Da könnt ihr euch hier unten anmelden. Das Ganze ist jetzt erstmal in dem Pre-Launch-Stadion, denn das Ganze geht erst in circa 2 Wochen los. In dem ersten Link kann man sich aber schon mal anmelden und dann bekommst du komplett kostenlos einen dreiteiligen Workshop zum Thema Online-Marketing, Social-Media-Marketing, Reichweitenaufbau, Brandaufbau und auch Monetarisierung. Und mir ist es auch deswegen so wichtig, weil ich persönlich nur durch Social Media mein Hobby zum Beruf machen konnte. Ich habe mir im Fitnessbereich mehrere hunderttausend Abonnenten aufgebaut, auf YouTube, später auf Instagram und als allererstes auf Facebook. Circa 800.000 Zuschauer. Und damit konnte ich mehrere Millionen Euro verdienen, aber auch mehreren Millionen Menschen helfen, fitter, gesünder, erfolgreicher und selbstbewusster zu werden. Und man muss sich mal Folgendes vorstellen. Was passiert denn, wenn Cristiano Ronaldo für 100 Millionen oder für 200 Millionen zu einem anderen Team wechselt? Erstens mal wird natürlich das Team mehr wert. Also das Team an sich wird mehr wert. So wie jetzt Team Spotify hat jetzt eine Steigerung erlebt im Vergleich zu zum Beispiel iTunes, dem ganzen Apple-Thema, Google, das heißt also YouTube und auch anderen Plattformen. Warum? Weil sie jetzt den Nummer 1 Player dort am Start haben. Plus, was kann beispielsweise eine Fußballmannschaft machen, wenn Cristiano Ronaldo dorthin wechselt? Die können Trikots machen und gleich für 50 oder für 100 Millionen Trikots verkaufen. Mehr Leute gehen ins Stadion. Die können mehr für ihre Videoübertragungsrechte verlangen. Das heißt also, die gesamte Mannschaft, das gesamte Team wird mehr wert. Was passiert aber noch, Leute? Und das wird jetzt ganz interessant auch für uns. Nicht nur die Teams werden mehr wert, sondern vor allem auch die Spieler. Das heißt also, Social-Media-Persönlichkeiten, vor allem YouTuber werden jetzt mehr wert. Wenn du einen brutal großen YouTube-Channel aufbaust oder auch einen kleinen hast, aber für ein Thema eine sehr spezielle Zielgruppe hast, dann wird dein YouTube-Kanal mehr wert. Und wir dachten ja zum Beispiel, okay, pass auf, YouTube gibt immer weniger AdSense raus, YouTube hat ein Monopol und YouTube kann die Influencer drücken. Jetzt ändert sich langsam die Machtposition, weil als großer YouTuber kannst du jetzt wechseln. Wenn dir also Google zum Beispiel einfach deine Werbeeinnahmen kürzt, hey, dann kannst du vielleicht bald zu Spotify oder irgendwo hin wechseln. Spotify hat jetzt nämlich Hunderttausende, Millionen neue Abonnenten. Warum? Weil sie Joe Rogan sehen wollen. Das heißt also, YouTube kann jetzt nicht mehr hergehen und die Leute so drücken. Das zweite ist, warum ist Joe Rogan gewechselt, okay? Warum ist Joe Rogan für 100 Millionen gewechselt? Ein großer Grund ist Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit. Joe Rogan hat ein Interview gemacht. Da sagt er, warum er keine Livestreams mehr gemacht hat auf YouTube. Weil er dann irgendwas vielleicht sagt und sie seinen Kanal dann flaggen und irgendwann sperren. Das heißt, Joe Rogan hat aufgehört, YouTube-Lives zu machen, weil YouTube nämlich gewisse Dinge bannt. Und dann hat er jetzt gesagt, weißt du was, YouTube, pass auf, ihr löscht von verschiedenen Creators Videos, ihr zensiert Dinge, ihr gebt auch teilweise weniger Ad-Spend,
ihr bestimmt, was ich mache, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich will meine Meinung unzensiert meinen Zuschauern sagen, also gehe ich zu Spotify. Und jetzt muss man sich auch mal die Strategie anschauen von Spotify. Die haben sich jetzt nicht den Nummer 10 YouTuber und Podcaster geholt oder den Nummer 100. Die haben sich den Nummer 1 Player geholt. Den Nummer 1 Player. Wenn ich beispielsweise ein anderes Vertriebsteam übernehmen wollen würde, dann würde ich zum Chefvertriebler gehen, dem eine fette Summe anbieten und den zu mir holen. Warum? Er bringt seine Kunden mit, er bringt seine Gefolgschaft mit und das auch eine richtig brutale Business-Strategie, auf die Nummer 1 gehen. Auf die Nummer 1 gehen. So wurde auch ich damals zum Beispiel kaputt gemacht und mein Team zerschlagen, weil alle auf mich draufgegangen sind und mich im Bereich Fitness extrem stark kritisiert haben. Also das ist eine brutale Strategie. Jetzt aber auf Seiten von Joe Rogan. Wenn ich jetzt der Manager wäre von Joe Rogan und ich habe früher sehr viele Influencer gemanagt, heute relativ wenig. Heute würde ich nur noch spezielle Influencer mit einer sehr großen Reichweite. Und man muss sich mal Folgendes vorstellen. Wenn der Firmenwert von Spotify um 5 Milliarden nach oben ging, dann waren eigentlich 100 Millionen doch eigentlich ein relativ guter Deal, oder? Also wenn ich zum Beispiel als Unternehmen eine andere Firma kaufen würde für 100 Millionen Euro und mein Firmenwert steigt dann um 5 Milliarden Euro, also meine Aktiengesellschaft zum Beispiel, meine Umsätze, meine Gewinne, ja, dann wäre das auch viel, viel mehr wert gewesen. Also man kann zu Joe Rogan nur Folgendes sagen, also Joe Rogan, dein YouTube-Kanal wäre wahrscheinlich eine halbe Milliarde wert gewesen, vielleicht sogar komplett eine Milliarde. Also nochmal zusammengefasst, warum ging Joe Rogan weg? Wegen Free Speech, okay? Natürlich wegen dem Thema auch Geld und Kontrolle. Dann Punkt Nummer 2, was war Spotifys Strategie? Sie holen sich einen großen Player, richtig geil, sie kaufen ihn einfach ein, gehen zu Nummer 1, holen den, werden dadurch extrem viel, viel mehr wert und Vorteil auch an uns. Das zeigt es auch mal wieder, dass Kapitalismus auch in vielen Bereichen funktioniert, okay? Denn viele würden jetzt sagen, ja, YouTube muss man eigentlich von Gerichtswegen auseinanderbrechen, die sind ein Monopol. Aber hey, was macht jetzt Spotify? Spotify holt sich jetzt einen Teil vom YouTube-Kuchen. Die Streaming-Dienstleister, du, wie heißt nochmal die Streaming-Plattform? Twitch. Twitch, ja, Twitch. Twitch holt sich jetzt einen sehr großen Anteil. Das heißt also, YouTube wird jetzt auf Dauer den YouTubern bessere Konditionen geben müssen. Die werden das bieten müssen, was auch Twitch beispielsweise unzensiert bietet. Twitch bietet viel, viel Geld, Donation-Möglichkeiten. Spotify bietet Free Speech, bietet einen besseren Cut, bietet mehr Kohle. Das heißt also, YouTube kann es nicht hergehen und nach die ganze Zeit nur die Influencer drücken und denen den Maulkorb aufsetzen. Weil dann, wenn nämlich YouTube jetzt die falsche Strategie weiterfährt, dann wird YouTube immer viel kleiner und Spotify und andere Plattformen gehen hoch. Deswegen sehe ich es jetzt als YouTuber, als jemand, der selber YouTube macht, viele YouTuber aufbaut, sehe ich es als extrem interessant, weil ich glaube, dass man auf YouTube in Zukunft mehr sagen darf, man wird auf YouTube wieder mehr Geld verdienen, man wird auf YouTube, wenn man neu startet, wieder mehr Reichweite kriegen und deswegen ist es jetzt ein optimaler Zeitpunkt, entweder ins YouTube-Game einzusteigen, auf YouTube Werbung zu schalten, sich auf YouTube eine Brand aufzubauen. Und deswegen, ich wiederhole es nochmal, melde dich an für die Warteliste. Auf dieser Warteliste bist du dann einer der Ersten, der meine dreiteilige Präsentation sieht, wie man sich auf YouTube und auf anderen Plattformen eine Reichweite aufbaut, eine Brand aufbaut, die monetarisiert, Content kreiert, Online-Marketing betreibt, Online-Neukunden gewinnt, und zwar für Unternehmen, Marken, Selbstständige, Verkäufer, Vertriebler und sonstige Geschäftsmodelle. Es wird also extrem, extrem interessant. Und noch eine letzte Sache, und zwar, warum war es Joe Rogan speziell so wichtig? Der hatte jetzt nicht die meisten Abonnenten, hatte auch nicht die meisten Klicks. Da gab es andere, die haben mehr Klicks. Wenn man sich beispielsweise einen PewDiePie anschaut, der hat wahrscheinlich das 5- bis 10-fache oder sogar noch mehr an Abonnenten und auch an Klicks. Aber was macht der? Der macht irgendwie Comedy, sehr junge Zuschauer, die Zuschauer sind jetzt vielleicht nicht so kaufkräftig, die schauen dann nur so 5-minütige Clips an. Und was macht Joe Rogan? Joe Rogan spricht über Wirtschaft, Politik, kontroverse Themen, Ernährung, Gesundheit, Fitness, ist ein extrem interessanter Typ. Und was ist er noch? Er ist ultra real. Er ist erstens ultra real, extrem authentisch, spricht über alle Themen, hat keinen Maulkorb auf und hat natürlich Zuschauer, die wahrscheinlich relativ kaufkräftig sind, auch ein bisschen älter sind,
mehr Geld haben. Und genau aus dem Grund ist Joe Rogan so wertvoll. Ja? Und wie du dich wertvoll machen kannst, das war natürlich auch bei mir ein Wandel. Ich bin viel wertvoller geworden, als ich von Fitness gewechselt bin auf Marketing, Unternehmertum oder eben auf all diese Dinge. Also, melde dich an. In der ersten Juniwoche gibt es dann den Launch, dreiteilige Videoserie, wo dir alles erklärt wird. Und wenn du jetzt schon von meinem Team und mir beraten werden möchtest in den Bereichen Marketing, Social Media Marketing, Online Marketing, organische Lead-Generierung, Vertriebsprozesse, digitales Verkaufen, CRM-Systeme, interne Prozesse, Software. Und wenn du von unseren unternehmerischen Expertisen und Kompetenzen profitieren möchtest, dann schreib einfach an diese Telefonnummer. Ich bin Unternehmer, Verkäufer, Selbstständiger, Networker etc. Schreib rein, was aktuell ein größtes Problem ist und dann werden wir mit dir ein Telefonat vereinbaren. Das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Video. Abonniert gern diesen Kanal und ich bringe so ein bis zweimal pro Woche sehr lustige, unterhaltsame Videos, auch Dinge aus meiner Vergangenheit, aber natürlich primär unternehmerischen Business-Content, Marketing und alles, was dazugehört. Abonniert, bis zum nächsten Mal. Euer Karl. Ciao.